So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer, ja, wie soll ich sagen, zu einer Mod-Vorstellung? Ja, zu einer Mod-Vorstellung. Denn das, was ihr hier seht, das ist eine Mod. Ja, ja, FBM hat wieder zugeschlagen. Wer es noch aus dem 15er kennt, wahrscheinlich sogar das Puma-Pack von den ganzen Deutz 671 und 681. Das gab es ja im 15er bereits und jetzt hat es endlich den Weg in den 17er geschafft. Ich bin echt so happy. Als ich gestern Abend den Link bekommen habe, es ist unglaublich, ne? Ich war im Shop und wusste gar nicht, ja, was soll ich denn jetzt hier alles kaufen? Mann, ich will doch nur diesen Deutz testen, ja? Der hat so unheimlich krass viele Auswahlmöglichkeiten. Also wer da jetzt seinen Deutz nicht findet, sorry, der muss Fan fahren, ja? Also, Spaß beiseite, es gibt wirklich sehr krasse Sachen hier, ja? Also wir haben zwei Motorausführungen, einmal den 671, den 681, einmal mit 165 und einmal mit 190 PS, ja? Also da geht auch ein bisschen was. Wir haben natürlich IC-Steuerung, das komplette Interieur wurde bearbeitet, teilweise neu, ja? Also gucken wir uns gleich natürlich nochmal an. Wir haben, wie gesagt, schon wie erwähnt, verschiedenste Reifenkombinationen hier, ja? Also hier ist wirklich alles dabei. Also das ist echt so krass. Wir haben verschiedene Felgenfarben. Wir haben hier Schwarz, Rot, Silber und Weiß. Ne, das sind die vier Farben, die wir uns auswählen dürfen. Dynamic Hoses. Mittlerweile ein ganz krasses Thema. Ja, also ich finde, mittlerweile gehört das ja schon fast zum Standard dazu, ne? Wenn man sich irgendwie eine Mod runterlädt. Ganz viele haben das. Wer es mag, wer nicht, der ist auch okay. Ne? Also aber auf jeden Fall, er hat es vorne und hinten. Gucken wir uns aber nachher auch noch an. Ne, wir werden uns das natürlich alles angucken hier. Wir haben eine Designauswahl zwischen Standard und Alt. Was heißt das? Das heißt folgendes. Standard. Ne, frisch aus dem Laden. Gut, zwei, drei Jährchen her, aber dementsprechend frisch aus dem Laden. Und wir haben hier einen, der hatte keinen Tiefgaragenstellplatz. Ja, der musste des Öfteren draußen schlafen. Der ist ein bisschen Rusty and Dusty hier. Das finde ich natürlich auch sehr geil. Dieses Rusty Dusty Design ist von Mr. Fox. Ja, Freigaben sind natürlich da. Und das kennen wir auch schon, ne? Von seinem Deutz alles und so weiter von Mr. Fox. Auch hier wieder mit dabei. Die Dirt und Used Textur sozusagen. Rundumleuchten kann man auch auswählen. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Die Kenner unter euch, ja. Ohne Rundumleuchte, mit einer Rundumleuchte, mit zwei Rundumleuchten. Und die Besonderheit dabei ist, das wäre ja nicht alles, wenn das einfach nur eins, zwei oder gar keine, ja. Es ist nämlich so, dass diese Halterung dran bleibt. Macht ja auch Sinn, oder? Ich meine, wenn ich diese Rundumleuchte abnehme, dann kann ich ja nicht die ganze Zeit hier die Halterung abflexen und wieder dran schweißen, wenn ich es doch dran haben will und so weiter, ne? Also, das ist kein Fehler, das ist tatsächlich so gewollt, ne? Und ich finde das total genial eigentlich, ja? Also, da gibt es noch diese drei Unterschiede hier. Dann haben wir innen eine Ganganzeige, also vorwärts, neutral oder rückwärts, gucken wir uns auch gleich noch an. Und wir haben diverseste Animationen. Und wenn ich sage diverseste Animationen, dann haben wir auch diverseste Animationen, ja? Ich gehe nochmal einmal bis nach da hinten durch. Hier haben wir einmal ohne Fronthydraulik, einmal mit Fronthydraulik. Ich gehe noch einmal bis nach hinten durch und dann könnt ihr hier mal ein bisschen auf die Reifen gucken. Das ist nämlich, das ist krass, ja. Wir haben hier Standard. Wir haben Breitreifen, wir haben Breitreifen mit Radgewichte. Wir haben noch breitere Reifen, wir haben noch breitere Reifen mit Radgewichten. Wir haben natürlich hier Terra-Bereifung, ja, wenn es mal wieder ein bisschen länger geregnet hat. Wir haben hier nochmals Breitreifen mit mehr Zoll. Also der hat 30 Zoll hier, ne, sehen wir ja hier, 670-30, ich mach mal Licht an, 670-30 und die hier hinten haben 540-65-30 und hier auch nochmal eine andere Version mit Breitreifen, 670-28, ne, also nicht nur, dass sich die Zollgröße teilweise ändert, sondern auch der Umfang hier, ja, und auch hier die Breite. Auch die ist zwischen den Breitreifen noch unterschiedlich. Ja. Jeweils natürlich auch mit Radgewichten die Breitreifenkonfiguration. Gucken wir uns aber, ich klicke da sowieso gleich nochmal durch, ne, durch die Reifenvarianten. Dann kann man das auch nochmal lesen. Dann haben wir einmal Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett. Wir haben Pflegebereifung. Pflegebereifung mit Zwillingen finde ich auch Hammer. Finde ich wirklich Hammer. Jetzt Kartoffelernte beispielsweise, ne, und so weiter. Hammer. Dann, ja, wie schon angesprochen, haben wir einmal Felgenfarbe Weiß,
Felgenfarbe Silber, Felgenfarbe Rot und Schwarz. So, nun gehen wir in den Shop, denn dann kommen wir nämlich gleich zu diesem Thema hier. Wir gucken mal einmal durch, einmal ganz nach hinten, zack. So, wir haben, wie gesagt, Anhängerkupplung, einmal Standard, einmal mit Fronthydraulik. Ne? Einmal Standard, nur mit diesem Schlitz hier und einmal mit der kompletten Hydraulik. Dann haben wir den 671 und den 681, 190 PS, 165 PS. So, und jetzt geht's ab, Radgewichte. Also einmal Standard mit Radgewichten. Einmal Breitreifen mit Radgewichten. Dann die fetten Terra-Reifen, hatten wir gerade gesehen. Dann Breitreifen Nummer 2 mit Radgewichten. Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett. Pflegebereifung, Pflegebereifung Zwilling und wieder Standard. So, Felgenfarbe waren wir auch schon dabei, so weißlich, grau, rot und schwarz. Design, Standard oder alt, ne? Hatten wir uns auch angeguckt, Rusty und Dusty. Und hier natürlich ohne 1 oder 2 Rundumleuchten. Das Ganze kostet 97.000 Euro. So um den Dreh ist natürlich nach oben keine Grenze. Ne? Müsst ihr mal einen Huni einplanen. Ja, so 100 Scheine müsst ihr da schon mal so ein bisschen einplanen. Und ja, wenn ich jetzt dieses Standard wähle, weil es günstig ist. Oder weil ich es haben möchte, weil ich keine Fronthydraulik brauche oder wie oder was. Ne? Dann war es im 17er... oder ist es halt immer noch, schwierig dafür ein Gewicht zu finden. Wenn ich jetzt trotzdem grober hinten dran habe, dann kriege ich natürlich Probleme, ne, ohne Gewicht. Dafür ist natürlich, dafür ist gesorgt worden mit diesem Gewicht. Ja, das sieht dann folgendermaßen aus. Das können wir uns an der Rand schnallen und haben dann Gewicht vorne dran. Wenn wir das jetzt, guck mal, ne, ihr seht das, da kommt auch wirklich ein Gewicht dran. Die Reifen verändern sich und ihr hängt auch wirklich ein Gewicht an, halt, ne. Dann gibt es für die Fronthydraulik auch noch eine Variante für dieses Gewicht, ne? Eine Fastkoppler-Variante, möchte ich fast sagen, Fastkupplungsvariante. Wenn ihr jetzt dieses Dreieck habt und ihr habt, gibt es ja auch ein Mähwerk dazu, ne? Wenn ihr jetzt gemäht habt oder was und jetzt wollt ihr das Ganze, was weiß ich, mit dem angehängten Schwader schwadern oder sowas, ne? Oder zettern, wie auch immer. Dann könnt ihr hier diesen Fastkoppler noch dran tüdeln und dann das Gewicht. Ne, also das würde auch gehen, ja, dass ihr das Dreieck quasi auch nutzen könnt. Ist Geschmackssache, ja? Es geht, auf jeden Fall. So, dann kommen wir mal hier hinten. Jetzt fahren wir auch gleich. Keine Sorge, jetzt fahren wir auch gleich. Ich hatte das ja angesprochen mit dieser dynamischen Hose, ne? Hier haben wir die Stecker dazu. Das geht also auch vorne und auch hier hinten, wie ihr das seht, ne? Also Dynamikhose ist verbaut. So. Warum habe ich so einen fetten Miststreuer? Einfach, weil der Dynamikhose hat und weil ich euch den Qualm und Sound zeigen will. Sound kennt man wahrscheinlich, aber diesen Qualm nicht, ne? Das finde ich natürlich auch echt Hammer, ne? Im Übrigen zieht hier der 681 mit Breitreifen und Radgewichten und Fronthydraulik mit einer Rundumleuchte. So, das Ding ist leer, aber den zieht er ganz gut, ne? So, den gibt es auch bei FBM im Übrigen. So. Jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Ich glaube, wir fahren mal hier aufs Feld. Sonst hupt das da hinten gleich. Ganz schön leise, ne? Dann nutzen wir doch einfach die IC-Steuerung. Und machen das ein bisschen lauter. Ging das nicht hier auch? Ah ja, da. So, jetzt seht ihr da schon die Ganganzeige. Grün, vorwärts. Neutral, rückwärts. Ja, sehr, sehr gut, ne? Hier haben wir noch eine Turbo-Anzeige. Hat schon was, ne? Dann können wir hier auch nochmal gucken. Funktioniert natürlich auch hier, ne? Geschwindigkeiten und so weiter. Machen wir mal Licht an. Ich muss am Lenkrad ein bisschen vorbeigucken. So, jetzt seht ihr das, ne? Beleuchtet. Da oben die Lichter und so weiter. Jetzt machen wir noch einen Blinker an. Hier, der Anhänger blinkt auch mit. Wenn wir den jetzt abhängen, blinkt nur der. Hier auch.
Ah, hier ist ein Wasserzeichen drin. Aha! Warnblinker. Also wirklich krass hier, ne? So, hier drin auch. Wenn ich jetzt mal, ich mach mal eben. Mach das mal ein bisschen dunkler hier. Das soll ja noch dunkel werden heute Nacht, haben sie gesagt. Ob das stimmt, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber es sieht zumindest so aus. So, wir gehen mal auf 0 Uhr. So, das ist natürlich Hammer hier, ne? Guck mal, hier bewegt sich der Knüppel, also der Joystick und auch der Ganghebel. Seht ihr das? Wir gucken mal hier. Vorwärts, neutral, rückwärts. Es ist einfach, wie soll ich sagen? Es ist krass, ja. So, was haben wir hier? Wir haben hier auch noch, warte mal, jetzt tüdelt mein Tracking ein bisschen, warte mal. So. Hier haben wir auch noch eine Klappe, wir haben, hier Fenster. Jeweils mit Sounds und so weiter, ne? Lautstärke abhängig, wenn wir das jetzt hier zumachen. Achtung, da. Das machen wir hier nochmal auf. Ich glaube, man weiß, wo ich hinaus will, ne? Worauf ich hinaus will. So, jetzt machen wir das nochmal ein bisschen heller hier. Denn ich muss euch noch was zeigen. Gott, ich wollte gar nicht so lange machen, Mensch. Aber das ist wirklich so, ne? Es ist krass, was es hier einfach alles gibt, ne? Was es hier quasi echt fast, ja, wie soll ich sagen, so neu zu entdecken gibt einfach, ne? Hier haben wir das Ganze natürlich auch noch. Hier unten links haben wir noch eine Klappe, da komme ich jetzt aber gerade nicht hin. hier. Thema Spiegel. Einfahren, ausfahren. Wenn das immer noch nicht passt, Spiegel runter. Na, also da könnt ihr euch dann wirklich, ich denke, das sollte passen, ne? Und zumal die Spiegel so auch schon relativ gut eingestellt sind, ne? Da hat man ja immer so ein bisschen das Problem, was ist das so Standardkarte hier? Warum habe ich denn die maximale Spiegelanzahl hier oder was? Ihr seid ja witzig. Hier könnt ihr dann auch so einstellen und die sind relativ gut eingestellt. Da ist man auch anderes, kennt man da und so weiter, ne? So, hier oben, warte mal, ich mach mal eben die Zeit auf schneller, damit man da oben eine Veränderung sieht, denn da oben ist noch eine Uhrzeit eingebaut. Ne? Und ich vermute, ich weiß nur nicht so, was die 00 da oben ist. Ich vermute, dass es ein Betriebsstundenzähler ist. Ich weiß es aber nicht, ne? Also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ihr könnt jetzt hier natürlich noch eine Stunde mit euch rumfahren, um zu gucken, verändert sich die 00 oder nicht? Aber ich glaube, das lassen wir erstmal, ne? Was mir noch aufgefallen ist, wir machen hier nochmal die Tür auf. Achtet mal da oben auf das Licht. Hammer, oder? Das Ganze können wir natürlich auch von hier machen. Auch dann geht das Licht an. Zack. Ups. Falsche Taste. So, und das Ganze, finde ich auch sehr geil, geht nur, wenn Licht an ist, ne? Weil man davon ausgeht, ja gut, wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt Licht anmache, tagsüber muss das nicht angehen, ja? Weil da habe ich ja kein Licht an, das heißt, es ist nicht dunkel, also muss das Innenraumlicht nicht angehen. Ne? Das sind alles solche Kleinigkeiten, solche Feinheiten, die man wirklich entdecken muss. Ja, ich habe mit Sicherheit auch nicht alles gesehen jetzt, ja? Bin ich mir fast sicher. Ich habe bestimmt auch irgendwas vergessen, was ich unbedingt zeigen wollte, mit Sicherheit sogar, weil es gibt hier echt so krass viele Möglichkeiten und es ist halt einfach der Hammer. Ja? Puma, FBM-Team. Und Mr. Fox, ich sage vielen, vielen Dank für diesen Mod, ja, für diese Mod, wie auch immer. Ich bin wirklich unheimlich glücklich. Ich hoffe echt auch, dass die Zuseher, dass ihr damit auch glücklich seid, ja. Wie gesagt, kommt diese Woche, Laufe dieser Woche zum Download auf FBM. Heute habe ich aufgenommen, heute ist Montag, der 24. Juli. Es soll diese Woche zum Download kommen, ja. Ansonsten, wie gesagt, ne, ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann holen wir das auf jeden Fall im Let's Play nach. Denn wer wäre ich, wenn ich den nicht verwenden würde, ja? Weil ich tatsächlich, wer schon so zwei, drei Folgen geguckt hat bei mir, der weiß, dass ich die Deutsch echt super finde, ja? Und deswegen werde ich den noch benutzen. Ach, noch was! Siehste, ich sag doch, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe mir hier nochmal den Standard runtergeladen, den 661.
Dann haben wir hier nochmal den 671 und den 681 in aufsteigender Größe. Und ja, da kann man nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir hier gerade alles durchgegangen sind im Vergleich zum Standard und zu den aufsteigenden Größen. Ja, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, fürs mit dabei sein. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet, ja. Und ich bin froh, euch das zeigen zu dürfen. Ja, wie gesagt, im Laufe dieser Woche gibt's das Ding zum Download. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann Danke da lasst oder was, ne? Und ja, ansonsten natürlich gerne einen Daumen hoch, ja, auch für mich, wenn ihr da Bock drauf habt, ne? Und ansonsten, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!